Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank, Gottes reichen Segen. Ihr seid herzlich eingeladen, mit mir zusammen zu lesen in Apostelgeschichte 8. Es geht heute Morgen in Vers 26 über Philippus und den äthiopischen Schatzmeister, den Häuptling aus Äthiopien. Vers 26, zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Das ist auch so, wie groß oder wie klein, es ist bei Gott völlig egal, wie groß oder wie klein wir sind. Gott hat eine Weise, uns zu begegnen. Auch er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh näher dem Wagen her. Das ist so einfach, das ist so unglaublich. Der Heilige Geist sagt ihm, was zu machen. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er würde in ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erführt kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinem Nachkommen sprechen, denn sein Leben würde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragt Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei. Und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Halleluja! Was für eine wunderbare Schriftstelle, mit der Taufe zu haben heute Morgen. Diese Schrift handelt es um drei Fälle. Erste,
gehorsam sein gegenüber der Stimme des Herrn. Das ist wichtig. Und zweite, das Evangelium Jesus zu predigen, zu erzählen, zu erklären. Und dritte, den Glauben anzuwenden. Wenn ich meinen Glauben anwende, dritte. Aber zuerst, gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn. Gott redet gerne mit uns. Wenn wir ihm zulassen, anhören seine Stimme. Apostelgeschichte 8, 26 sagt jetzt, der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und gehe nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. Wenn der Herr etwas vorhat, für uns ist es nicht immer die schönste Weg. Das ist nicht immer die breiteste Weg. Es kann manchmal auch ein einsamer Weg sein. Und ich freue mich, dass Philippus nicht gesagt hat, Herr, bitte, schick mir auf einen guten Weg, bitte. Einsamer, warum soll ich zum einsamen Weg gehen? Als Mensch wollen wir immer was haben, was gut ist und Freude bringt. Aber Philippus, gehe schnell. Jesus benutzt auch Menschen in unserem Leben, mit uns zu reden. Manchmal ist es so, dass wir gehen irgendwo hin und ich spüre meinen Geist, dass jemand zu mir sagt, na, nicht jetzt. Ich will nicht, dass du jetzt dorthin gehst. Geh mal schnell zu Hause, ich habe was anderes vor. Dann sollen wir gehorsam sein. Warum? Weil Gott hat einen Plan mit alles, was er sagt. Mit alles, nicht nur ein bisschen. Es ist auch wichtig zu handeln, wenn Gott sagt, tu es was, tu was. Das ist wichtig zu handeln auf Gottes Wort. Wenn du von Gott gebraucht werden willst, ist der einzige Weg, seine Stimme zu gehorchen. Wenn ich sage, Vater, bitte, gebrauch mir, dann muss ich zuhören und handeln auf die Stimme Gottes. Das ist wichtig. Ich freue mich auf Philippus. Und ich sage, Herr, gib mir auch den Geist von Philippus. Wenn du was sagst, lass ich jetzt sage ich, ja, Herr, das tue ich. Ohne zu warten. Ohne zu warten. Warum? Weil Gott hat einen Plan. Darum sagt ihr was. Er hat einen Plan. Auch wenn Gott zu uns heute Morgen sagt, tu das. Dann sage ich, Herr, ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber ich tue es. Weil Gott hat gesagt. Das ist ein Vorrecht, das zu tun. Das ist wunderbar zu wissen. In dieser Schriftstelle lesen wir von einem Mann, der gehorsam war. Er hat getan, was Gott gesagt hat. Und das Leben von einem anderen Mann ist dadurch verändert. Wenn wir heute Morgen sagen, Vater, ich tue gerne, was du sagst. Ich nehme deine Liebe zu mir. Und ich sage, Vater, du hast mir so geliebt in Christus Jesus, dass ich nicht anders kann, als alles zu geben, was du mir fragst. Alles zu geben. Nicht nur halbweg. Nicht nur so viel, dass, okay, jetzt ist es genug. Lavi, das ist genug, ich kann nicht mehr. Nein. Bis zum der Herr sagt, jetzt Willem, gehst du auf Urlaub, du fliegst nach Südafrika morgen, das ist alles okay, du hast gemacht, was ich gesagt habe. Dann kann ich mal gehen. Dann kann ich mal gehen. Warum? Weil Gott hat einen Plan. Wir haben zwei Menschen heute Morgen hier. Deswegen sind wir da heute. Wir haben die in die Fariba
Ich wollte morgen sagen, Herr, ich will gerne gehorsam sein an dein Wort. Abraham hat Gott zugehört. Er war gehorsam. Und auf diesen Tag, dass Abraham sagt, oh, jetzt muss ich meinen Sohn nehmen, ich muss ihm opfern, sagt Abraham zu seinen Diener, die zwei Diener, die mitgegangen ist, sagt er, bleib mal hier, wir gehen zu anbeten. Was ist anbeten? Das ist nicht nur ein Lied zu singen. Anbeten ist Gehorsamkeit an was Gott sagt. Dann tun wir wahre Anbetung. Wahre Anbetung. Heute Morgen haben wir zwei Leute hier. Ja, wir alle anbeten, natürlich. Aber mit dem Glauben, in die Gehorsamkeit haben wir zwei Leute, die heute Morgen sagen will, Vater, ich anbete dich mit meinem ganzen Leben. Ich will gerne gehorsam sein. Ich will gerne. Heute Morgen sind wir viele Leute da, das ist so wunderbar. Euch alle zu sehen, weil sie haben ein Vorrecht, öffentlich hier zu sagen, Herr, ich folge dir ein Wort nach. Ich folge deinem Wort nach. Ich will euch ermutigen heute Morgen, wenn der Herr was sagt, bitte mach kein Ausreden. Mach kein Ausreden. Sag mal, Herr, du hast es gesagt, ich mache das sofort. Warum? Da kommt Segen von Gott auf diese Entscheidung. Ich mache das sofort, Herr. Und weil Philippus dort hingegangen ist, sah auch die Waage und sagte, ui, das ist richtig so. Ich bin auf dieser einsamen Weg, aber ich sag mal eine Waage, ich bin nicht alleine. Wenn du antwortest auf Gott und Gott sagt, geh mal dorthin und du kommst an diese Stelle und sagst, ja. Jetzt habe ich die Bestätigung. Gott hat es wirklich zu mir gesagt, weil ich sehe mal Dinge passieren. Warum? Ich bin gehorsam. Dann sagt der Heilige Geist zu Philippus, sagst du, siehst du diesen Wagen dort? Geh mal ein bisschen näher zum Wagen. Und auf einmal fragte Philippus diese Hofdiener, verstehst du denn, was du da liest? Dann sage ich, okay, es gibt jemanden da. Nein. Sagt er im Vers 31, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Gott will jeder von uns in die Leben von anderen Menschen gebrauchen. Jeden Tag. Wir müssen nur da sein. Und sagt Vater, obwohl es ein bisschen komisch ausschaut, ein einsamer Weg, ein Wagen, was mache ich da? Du sagst, ich muss dorthin, ich bin, ja, und jetzt höre ich deinen Plan. Geh mal dorthin, bitte. Wenn Gott was sagt, geh dorthin. Vertrau Gott, vertrau ihm, vertrau sein Wort. Geh dorthin und warte mal, der Herr ist immer treu. Und was sagt die Wort in Vers 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit. Wir müssen eine Gelegenheit nicht verpassen. Wir sollen das ergreifen. Ich ergreife diese Gelegenheit. Die Wort Gottes sagt, da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündet ihn von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Mögen wir auch eine Gelegenheit finden und das ausnutzen, um Jesus an andere zu erzählen. Seine Wort, seine Liebe, was Jesus gerne gemacht hat. Und dann fangen Philippus an und sagt, Jesus würde von einem, weil, warum sage ich das? Die Wort Gottes sagt, das Evangelium Jesus hat Philippus ihm erzählen. Und im Evangelium Jesus sagt die folgende. Jesus wurde von einer jungen Frau Maria geboren. Er kam, um die Welt von einer Ewigkeit ohne Gott zu retten.
Das sagt Johannes 3, 16. Können wir das zusammenlesen? Denn Gott hat die Welt, auch House of Blessing, auch jede hier, so sehr geliebt, dass er seinem einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Halleluja! Jesus kam, um für unsere Sünde zu sterben. Halleluja! Danke, Vater! Danke, Herr Jesus! Er starb am Kreuz und zahlte den vollen Preis. Dann sagt Philippus zu ihm, sein Blut kannst du reinigen. Sein Blut kann du reinigen von all deinen Sünden. Sein Blut. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Das sagt, Vers 7. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinen Sohn, reinigt uns von all unserer Schuld. 1. Johannes 1, Vers 7 und 8. Er ist auferstanden aus dem Grab, sagt Philippus zum Hofdiener. Er tritt beim Vater für uns ein. So sterben wir auch für die Welt und stehen auf zum einem neuen Leben mit Christus Jesus. Hier heute Morgen werden zwei Leute sagen, ich lass mich begraben, der alte Mensch lasse ich hinten. Ich stehe auf in ein neues Leben mit Christus Jesus. Halleluja. Und wir können das alles sehen. Ich sterbe für diese Welt. Galater 2,20. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das können Fariba heute Morgen sagen. Ich stehe auf in ein neues Leben. Ich lebe aber nicht mehr. Aber die Leben, das ich jetzt führe, führe ich im Glauben, dass der Heilige Geist mir einfach bei der Hand nehmen und sagt, komm mal mit. Ich will das sagen, Fariba, sei mutig. Sei mutig. Schau mal nicht, was die Menschen sagen. Höre auf Gott. Und sag, Heiliger Geist, wo du mich hinführst, dorthin gehe ich gerne. Also sag die Leute was. Schau mal auf und sag, Herr, was sagst du? Heiliger Geist, bitte, ich will gerne hören, was du mir sagst. Ich gehe dorthin, wo du mich hinführst. Die Geist des Wahrheit will das tun für dich. Und wir sagen, bitte, jetzt ist es Zeit, die Glauben anzuwenden. Jetzt ist es Zeit. Hör mal, der Heilige Geist sagt, Vater, ich höre was, aber ich gehe mit. Das gehört zu meinem alten Leben. Das will ich nicht mehr. Ich bin auferstanden in einem neuen Leben mit Christus. Ich folge Gott nach, nicht Menschen. Gottes Wort zu glauben heute, und positiv darauf zu reagieren. Positiv. Die Apostelgeschichte 8, 36, 37 sagt, unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Und die Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Ich danke Gott, dass wir heute Morgen Wasser haben. Und dann gibt es eine kleine Schrift dazu geschrieben, was ganz wichtig ist, in Vers 37.
Das lesen wir nicht in die Worte. Du musst nach unten gehen und das dazu lesen. Philippus sagte, du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Ja, antwortet er, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, sagt dieser Hofdiener. Herr, das passiert jetzt. Du hast mir gezeigt, du hast mir gerufen, jetzt passiert es. Ich höre diesen Mann sagen, ja, ich glaube. Und das macht den ganzen Unterschied in jedem von unseren Leben. Die Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das macht den Unterschied. Er lässt den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus tauft ihn. Und als sie aus dem Wasser stiegen, nahm der Heilige Geist Philippus mit und der Hofdiener sah ihn nicht mehr. Oh, morgen der Heilige Geist uns mitnehmen. Morgen wir so an Gott glauben, dass der Heilige Geist sagt, jetzt nehme ich dir mit, weil ich habe noch einen Auftrag für dich. Und die Hofdiener sah ihn nicht mehr. Aber der Hofling setzte seine Reise mit voller Freude fort. Halleluja. Warum? Weil ich war gehorsam. Gott kann uns volle Freude geben, wenn wir gehorsam sein. Kommen wir vielleicht ein bisschen rein. Wir sind nicht so alles so in Ordnung. Wir haben ein bisschen eine kleine Streiterei. Wir gehen ein bisschen größer Streiterei. Wenn wir Gott glauben und sagen, Herr, ich bin in deiner Gegenwart, dann ist er die Einzige, die Freude geben. Dann gehen wir raus mit voller Freude. Warum? Weil wir glauben an Gott. Was bedeutet, unseren Glauben anzuwenden? Einfach das. Tut das, was der Herr in seinem Wort von dir erwartet. Einfach tut das, was das Wort Gottes von euch erwartet, von mir erwartet. Tut das. Und dein Leben wird voller Freude sein, wie das Leben eines Hofdiener. Halleluja. Hören wir heute Morgen, die Hofdiener sagen, es gibt Wasser. Sieh, da ist Wasser. Hören wir das? Und das hat viele Hoffnung bei dieser Hofdiener gebracht. Viele Hoffnung. Jetzt habe ich die Wort Gottes gehört. Ich habe von Jesus gehört. Ich habe herausgefunden, dass Gott mich so sehr liebt, als er Jesus gesagt hat. Und jetzt hat Jesus meine Sünde weggewaschen durch sein Blut. Und ich sehe auch mal Wasser. Ich kann die ganze Sache tun. Vielleicht sitzt du dort und sagst, ja, ich habe schon mein Leben an Jesus gegeben. Für eine lange Zeit her. Aber ich habe ihn noch nicht, ich habe ihn noch nicht taufen gelassen. Vielleicht gibt es Umstände, warum nicht. Das ist alles in Ordnung. Aber es gibt immer die Möglichkeit, Gott wirklich bis zum Ende nachzufolgen, was sein Wort sagte. Und wenn jemand heute Morgen sagt, ja, ich bin Kind Gottes, ich habe mich noch nicht taufen gelassen, dann will ich gerne fragen, sollen wir diese Wagen anhalten? Dass du auch das tun, was Jesus von ihr verlangt? Es lohnt sich. Wirklich dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Vater, wir danken dir, dass dein Wort einfach Freude bringt in die Leben von Menschen. Ich danke, Vater, dass wir heute gesehen haben, es gibt drei Sachen im Wort Gottes.
wenn es geht um Glauben, wenn es geht um was Jesus mir sagte, soll ich gehorsam sein gegenüber deinem Wort, deine Stimme in meinem Leben? Ich soll Gelegenheit suchen, Menschen zu erklären von Jesus und seine gute Botschaft. Und Herr, dann muss ich meinen Glauben nehmen und sage, Herr, ich komme mit alles, was ich habe. Ich glaube dein Wort. Herr, du bist der Sohn des Vaters. Du kannst mich freisetzen von alles. Ich kann mit dem Heiligen Geist gehen, wie Philippus auf einmal durch den Heiligen Geist mitgenommen ist. Kannst du, Heiliger Geist, uns auch mitnehmen heute Morgen an einen richtigen Weg. Und ich danke dir dafür. Im Namen Jesus. Amen.